Kaum eine Frau hat die internationale Kunstszene so inspiriert wie sie. Der Architekt Le Corbusier hat sie gezeichnet, Hemingway hat über sie geschrieben, Dior hat ihr eine ganze Kollektion gewidmet. Und zwar nicht, weil sie so schön lasziv auf Tigerfellen liegen oder barbusig und mit einem Rock aus 16 Plüschbananen bekleidet tanzen konnte. Josephine Baker wurde zur Ikone, weil sie den Rassismus, den sie in frühen Jahren selbst erfuhr, später beeindruckend bekämpfte. Nun widmet die Bonner Bundeskunsthalle Josephine Baker eine große Ausstellung und Ingrid Bertram und Danilo Bielek haben sie gesehen. Die exotische, verrückte Revue-Tänzerin in Paris der 20er Jahre. Das ist Josephine Baker, wie sie die meisten wohl kennen. Witzig, fast schon selbstironisch, spielt sie mit dem Bild der afrikanischen Wilden, so wie das damals weiße Europa Schwarze in der Kolonialzeit gesehen hat. Aber Josephine Baker war so viel mehr. Sie zählt mittlerweile zu den nationalen Vorbildern in Frankreich, denn ihren Ruhm hat sie noch ganz anders genutzt. Sie war nämlich eine sehr mutige und sehr engagierte Kämpferin für Gleichberechtigung und für Freiheit, und zwar als universales Menschenrecht, unabhängig davon, welche Nationalität, welche Religion. Aufgewachsen in St. Louis in den USA, als Kind erlebt sie den Rassismus der amerikanischen Gesellschaft. Trotzdem wird sie noch minderjährig Tänzerin im ersten schwarzen Musical, kommt nach Paris und wird gefeiert, das erste Gefühl von Freiheit. Sie wird von Künstlern wie Matisse und Hemingway verehrt, hat Liebhaber männlich wie weiblich, eine schwarze Diva, noch heute ein Vorbild auch für Yannick Muriel Noah. Sie ist Sopranistin an der Oper Bonn, kam aus Kanada hierher. Noch immer haben es schwarze Künstlerinnen schwer, sich durchzusetzen, auch an der Oper. Aber Josephine Baker hat den Weg bereitet. Wir stehen immer auf den Schultern von Riesen, sagte mal Napoleon. Jeder Fortschritt, den sie erreicht hat, hat es leichter für die Künstlerinnen danach gemacht. Wir ernten jetzt die Errungenschaften von damals. Josephine Baker war nicht nur Künstlerin. Sie engagierte sich im Widerstand im besetzten Frankreich, schmuggelte Geheimdienstinformationen auf ihren Konzertreisen. Sie sang vor amerikanischen GIs und setzte sich dabei gegen die Rassentrennung ein. Sie tritt nicht auf, wie ursprünglich verlangt, zuerst für ein weißes Publikum und dann für die schwarzen Soldaten, sondern sie sagt, wenn wir nicht in der Lage sind, zu beweisen, dass in der amerikanischen Armee Schwarze und Weiße gleich sind, dann ist es überhaupt nicht der Mühe wert, gegen diesen Hitler zu kämpfen. Sie wird zu einer Symbolfigur für den Kampf für Bürgerrechte, ist an der Seite von Martin Luther King bei dem Marsch auf Washington 1963. Josephine Baker hat viel angestoßen. Der Rassismus ist natürlich nicht zu Ende, aber die Richtung unserer Gesellschaft ist die richtige. Josephine Baker. Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit. Ab morgen in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen.